gehe lieber vor Ort shoppen, aber in dem Job im Moment schaffe ich das nicht immer. Streamen. Absolut Tofu. Ich esse seit 1980 kein Fleisch mehr und deswegen auf jeden Fall vegetarisch. Lieber Elektro und noch besser gar kein Auto und den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Ich ärgere mich sehr darüber, wenn ich in einem normalen Supermarkt einkaufen gehe, dass alles in Plastik verpackt ist, dass ich zwar schon Bio-Produkte bekomme, aber dass meine Bio-Gurke dann in Plastik eingeschweißt ist, dass die Äpfel nochmal extra in Plastik eingeschweißt sind. Und wenn man dann nach Hause kommt und das auspackt, einen riesigen Berg von Plastik da liegen hat. Ich finde, das muss nicht sein. Die Energiewende muss auf jeden Fall weitergehen, weil das enorm wichtig ist. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag, um im Klimaschutz voranzukommen. Und das müssen wir. Wir haben es dieses Jahr schon geschafft, 40% regenerative Energien im Netz zu haben. Und der Anteil muss noch höher werden. Dafür ist es ganz wichtig, dass wir Kohlekraftwerke jetzt abschalten, dass wir beschreiben, wie wir aus der Kohle aussteigen und dass wir regenerative Energien aufbauen. Wir müssen mehr für den Klimaschutz tun und dafür ist es ganz wichtig, auch das Verhalten zu verändern. Die äußeren Rahmenbedingungen werden sich verändern. Wir werden mehr für Elektromobilität tun, die Energie wird eine andere sein. Das macht unser Leben besser, aber jeder Einzelne kann auch noch was tun. Muss es wirklich so viel Fleisch sein? Können wir nicht mal andere Sachen kochen und essen? Wir müssen darüber diskutieren, müssen es immer die Fernreisen sein? Kann man nicht auch Urlaub machen, der mit der Bahn, der hier regional erreichbar ist? Solche Fragen sind Fragen, die das Verhalten verändern. Es gibt eine Menge Unterstützung. Sie können zum Beispiel darauf achten, Produkte mit dem blauen Engel zu kaufen, eines der ältesten Umweltsiegel, was es auf der Welt überhaupt gibt und wo Sie sich ganz sicher sein können, dass das ein gutes Produkt ist, was nachhaltig dann auch wirkt. Diese Fragen müssen Verbraucherinnen und Verbraucher sich auch stellen und ich weiß von mir selber, wie schwierig es ist, Verhalten zu verändern und deswegen halte ich es für eine große Herausforderung.